Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, mal mit einer etwas anderen Kameraeinstellung hier. So, ich bin jetzt hier, wo ich letztes Mal den Boss besiegt habe. Und ich will jetzt nochmal die eine Tür suchen, wo ich dann Passwort für brauche. Vielleicht klappt das ja jetzt, keine Ahnung. Vielleicht komme ich ja jetzt durch. Sonst wüsste ich echt nicht, wie ich noch weiterkommen soll. Hi. Oh, ja. Da komme ich jetzt so nicht durch, ne? Okay. Ich muss jetzt noch mal gucken, wo die Tür war. Das weiß ich jetzt auch im Moment nicht. Ich glaube, irgendwo rechte Seite. Ja, Hundi. Hundi. Braves Hundi. Hier den ganzen Weg entlang gelaufen, also mitgelaufen. Schön da Klimper klang war. Ich suche jetzt noch mal die Tür. Da ist er. Schön, euch gesund und munter zu sehen. Lasst uns überlegen, worüber wir reden können. Sagt mir einfach, was ihr wissen wollt. Na, das hatten wir ja vorher. Wobei das jetzt da unten neu ist. Das hatte ich letztes Mal noch gar nicht. Ah, es gibt etwas, das ich euch erzählen möchte. Eine kleine Weisheit des berühmten Meisters Logarius. Einst betrog ein Gelehrter seine Kollegen in Bergenworth und nahm verbotenes Blut mit nach Schloss Kanehurst. Dort wurde der erste der unmenschlichen Ekelblüter geboren. Die Ekelblüter sind teuflische Wesen, die die Reinheit der kirchlichen Blutheilung bedrohen. Das Oberhaupt der Ekelblüter ist heute noch am Leben. Und um den Wunsch meines Meisters zu ehren, bin ich auf der Suche. Nach dem Weg zu Schloss Kanehurst. Okay. Noch was? Zu seiner Zeit führte Meister Logarius seine Henker zu Schloss Kanehurst, um die Ekelblüter auszulöschen. Aber es gab Probleme. Und Meister Logarius wurde zu unserer Festung, die uns vor dem Bösen schützte. Tragische, tragische Zeiten, in denen Meister Logarius in den verfluchten Fängen der Ekelblüter im Stich gelassen wurde. Ich muss ihn befreien, damit sein Märtyrertum gebührend geehrt werden kann. Zu seiner Zeit führte Meister Logarius seine Henker zu Schloss Kanehurst und die ich verabschiede mich. Es war mir eine Freude. Möge das gute Blut euch den Weg weisen. Ja, ja. So, mal gucken. Das Passwort. Achtung vor dem alten Blut. Ah, das ist genau. Yeah. Okay, ich muss also doch erst den Boss besiegen. Sonst hätte man hier ewig was versuchen können. Wissen des Verrückten. Okay. So, mal sehen, wo ich jetzt hier nochmal hinkomme. Bäume? Okay. Das bedeutet wieder in den Wald rein.
Geht vielleicht von der anderen Seite oder so. Upsala. Verbotener Wald. Da geht lang. Und hier geht lang, wenn man so will. Da unten steht auch jemand. Ja, man kann da runter. Okay, dann geh mal hier runter. Immerhin ist er ja so. Wow. Nein, da ist nix. So. Aber da ist was. Und es ist ziemlich hoch. Wow. Zwillingsblutsteinschäme. Na, immerhin, jetzt komme ich ja mal weiter. Haha. Ich muss also erst den Boss besiegen. Hier. Ja. Komm her, du Fackelmann. Aber darf ich mal erstmal hier aufheben? Oh, wer hat da. Sag mal, lass du das mal bleiben da. Du Idiot. Na warte. Ja, komm her. Komm her, Mann. Guck mal. Ja, elende Bestie. Da läuft eine Bestie rum. Ich bin keine. Du Eumel. Eieiei. Guti, was haben wir denn noch alles hier? Das wird ein Lagerfeuer. Warum auch immer. Oder einfach nur ein Feuer. Ja. Hier geht's hoch. Da kommt wieder ein Henker. Wir leben wohl nur Henker. Oh. Pass mal auf hier. Guck mal, so macht man das. Und so. Okay. Eieieiei. Geht hier in der Höhle rein? Oder wie? Zwei Sachen? Das sieht doch sehr verdächtig aus. Wieder einen verrückten Experten im Blutedelstein. Aha. Okay, hier geht leider nicht weiter. Na schön, dann muss ich den anderen Weg gehen. La la la. La la la. Ja, komm her, komm. Ach Mensch, guck mal, so macht man das. Ja, ja, ist ja gut. So. Haben wir nicht. Ich könnte das auch machen. So. Also. Hier geht's hoch. Okay, da ist einer irgendwo gestorben. Warum auch immer. Ich gehe erstmal hier hoch. War das auch nicht mehr, was hier noch alles war? Das ist schon viel zu lange her, wo ich das aber damals gespielt habe. Und wenn man dann, keine Ahnung. Ach so, Moment, nee. Da gibt es keinen Bluttau. Das ist jetzt hier die Dingens, ne? Genau. Das war so das Kaputte.
Habe ich da echt nicht geguckt? Stimmt, ich bin dann einfach nur so darunter. Gut, dann gehe ich jetzt hier wieder runter. Da so eine Art Haus. Ich gehe erstmal hier links. Links, links, links. Das bringt's. Haha. Oh ja, eine Laterne. Eine Laterne steht hier vor. Kann man die öffnen? Aber da. Moment. Das ist eben von dieser Seite, okay, aber man kann sie öffnen. Das ist die Mühle. Es klappert die Mühle am Rauchen, denn der klappt. Da ist was. Gegengift dreimal. Na blöd. So, jetzt gehen wir über diese Brücke hier. Lalala. Lalala. Hi. Aua. Hier ist nichts. Da höre ich doch das noch was. Oh, Zwillingsscherbe. Haha. Da sollte vorhin auch noch ein Weg zu sein. Na, na, na. Na, na, na. Okay. Ja, dann komm mal her. Haha. Du hast so eine hässliche Fratze, ey. Deswegen muss ich dich weghauen. So. Unten steht wieder einer mit einer Fackel. Der olle Fackelmann. Ich bin der Fackelmann, ich bin der Fackelmann. Fackelmann. Ich könnte jetzt bei denen hier von. Genau. Und da rutschen wir runter. Und müssen deswegen schnell zuschlagen. So, der lehnt dich immer am Baum und pett eine Runde, ne? Die faule Socke. Es ist ein verdammter Fluch. Ah. Der mit seinem Schild, ey, das nützt ihn doch gar nichts mehr. Komm mal her, du kleiner Dödel. Ach, Kuti. Komm her, Kuti, komm. So, Kuti ist weg. Und du bist es auch. So, geh ich jetzt da lang oder gehen wir jetzt da lang? Verdammter Fluch! Ja, ich weiß, das ist ein verdammter Fluch. Du warst so laut. Wo warst du denn? Hallo? Sag mal, wo kommst du denn? Aua.
Hör doch mal mit deiner komischen Dose da zu werfen. So, dann kommst du auch dran. Du Knopf. Riecht wie ihr, Fremder. So. Und rein mit ihm. So. Da habe ich ihn aber ganz schön reingehauen, ey. Was ist das? So. Ein Molly, mal wieder nach langer Zeit. Und hier brennt überall so ein kleines Feuerli. Und wieder eine Zwillingsblutsteinfärbe. Getränk. Wow, hier ist so viel Feuer und Qualm. Aha. Dickes Kaltblut. Das hört sich irgendwie so ein Indianername. Da kommt er, das dicke Kaltblut. Ja. Aha. Nein. Bin ich hier bei der Brücke wieder einmal in die Runde gegangen. Okay. Die Runde. Den haben wir. Dann geht's doch jetzt mal hier unten lang. Ey, ich spring die Karte. Jo, wieder eine. Ich bin so heiß, ich spring die an, ey. Okay. Und? Scheint immer mit nichts da zu sein oder so. Keine Ahnung. Ich bin der Häuptling, dickes Kaltblut. Ja, oben war noch was, ich weiß. Gucke ich noch mal hier. Da liegt noch was. Da unten könnte man auch noch irgendwie lang. Lalala. Ein Käfig. Der ist aber nicht voller Narren. Bestientablette, 3 Stück. Dann gehe ich jetzt hier lang. Geht auch vielleicht in, da ist ein Eingang zum Dorf oder so. Also das Klärchen, mein Bärchen. Oh. Da fällt man runter, ne? Ist aber dann, ich sag mal, von der anderen Seite im Dorf oder so. Da ist eine rote Laterne wieder mal. Hier ist es mir irgendwie zu ruhig. Quecksilber. Hallo, ist da jemand? Oh, ihr seid eine Bestien gegangen, nicht wahr? Wie ruhmreich. Ihr wisst gar nicht, welchen Wert ihr besitzt. Aber dem Himmel sei es geklagt. Die Stunden der Nacht sind lang. Die Zahl der Bestien immens. Eine unendliche, wahrhafte Jagd. Nicht einmal der Tod bietet Trost. Und das Blut verschlingt euch. Ha, ein schreckliches Schicksal.
Oh ja. Aber ich bin gewillt, euch einen Gefallen zu tun. Ach ja? Geht rechts an der großen Kathedrale vorbei und sucht nach einer alten, verborgenen Kirche. Die Gabe der Gottheit wird euch Kraft gewähren. Ja, daran habe ich keinen Zweifel. Mann dürft sagen, aha. Nicht einmal der Tod bietet Trost. Und das Blut verschlingt euch. Sucht nach einer alten verborgenen Kirche. Mandelstein, warte mal, ich will mal gucken. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn der? Das ist eine Ausrüstung. Da muss ich auch dann nochmal gucken. Bestie. Auch nicht. Da ist der Kelch. Ich habe irgendwo den Mandelstein übersehen. Das ist der Anhänger von der Bestie, der dich vernichtet habe. Erhalte Blutedelsteine. Der Anhänger von Amelia zur Verwandlung in einem Tropfen Blutedelstein genutzt, der Waffen verstärkt. Aha. Der Anhänger von Fikarin weitergereicht wird, die der Heiligen Kirche vorstehen. Erinnert an das warnende Sprichwort: Berühre den Altarschädel, um das Sprichwort zu enthüllen. Ach, da steht da sogar. Okay. Aber wo ist denn jetzt dieses? Da, Mandelstein, gleich da oben. Ein Glitzgitterartiger verformter Fels oder ein Meteorit. Scheint nutzlos, aber besitzt eine seltsame Schwerkraft, die die Befreiung verhindert. Eine dubiose Seele, sagte eins. Geh rechts an der großen Kathedrale vorbei und such nach einer alten verborgenen Kirche. Ja, das hat er ja auch eben gesagt, der eine. Gut, dann gehen wir rechts an einer Kirche vorbei, um eine an... Oh, hallo Rabe. Also, was ist denn hier los, sag mal? Hier ist doch keine Hundeshow oder sowas. Der gute Alfred Hitchcock lässt grüßen. Oh, weißes Kirchengewand. Moment. Du dummer Vogel, Mann. Gut, lass mal sehen. Kirchengewand. Das weiße Kirchengewand. Okay, Stich. Blutabwehr. Aha. Blitz geht auch hoch.
die langsame und schnelle Vergiftung. Was ich da habe, hat immerhin bei 70, dann geht es hoch auf 110, immerhin. Jäger, Na gut, die Freunde, dann bleibe ich hier oben auf dem Dach erstmal stehen, übernachte hier bis zur nächsten Folge und sage dann, andersrum, ha, und sage dann, bye bye.